Bodo von Unruh ist DOSB-Sport-Physiotherapeut und war bereits 2004 in Athen für die deutsche Olympiamannschaft tätig. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Trainingstherapie. Hallo und herzlich willkommen beim PT-Fachinterview. An meiner Seite ist Bodo von Unruh. Du hast eine Physiotherapiepraxis in Stuttgart und betreust viele Sportler. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo, danke. Du betreust unter anderem Radprofis, Leichtathleten oder auch Tennisspieler. Und damit sind wir beim Thema. Es geht um das Thema Tennisschulter. Das hast du uns mitgebracht. Tennisschulter, das klingt ja erstmal ziemlich begrenzt. Ja, es klingt so. Es ist tatsächlich auch so, dass das nicht nur Tennisspieler betrifft. Es ist für viele Wurfsportarten oder auch Schlägersportarten ein Überlastungssymptom, was einfach in der Form Tennisschulter überbegrifflich genannt wird. Es ist keine Diagnose. Wie ist es denn da mit der funktionellen Problematik? Genau, also die Tennisschulter ist in der Regel kein struktureller Schaden, sondern eher ein Überlastungssymptom, was durch die Häufigkeit der Wurf- oder Schlagbewegung entsteht. Somit haben wir auch verschiedene Strukturen, die dadurch betroffen sein können. Es betrifft also tatsächlich nicht nur Tennisspieler. Bei deiner Behandlung beziehst du den ganzen Oberkörper mit ein. Warum denn das? Die Wurfbewegung entsteht nicht nur in der Schulter oder auch die Schlagbewegung. Insofern ist die Flexionskette über die Schulter bis in den Brustkorb oder auch die Bauchmuskulatur immer ein gesamtes Bewegungsmuster, welches dann auch so therapiert oder eben trainiert werden muss. Und diesen Ansatz erklärt Bodo von Unruh in unserem PT-Fachartikel. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören.